Corona-Neuinfektionen. Heute meldet das Robert-Koch-Institut 12.892 Fälle binnen 24 Stunden. Das sind weniger als vor einer Woche, aber wegen der Weihnachtsferien wurde auch weniger getestet. Hinzu kamen 852 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus. Koalition prüft Verbot von Privilegien für Geimpfte. Politiker von Union und SPD wollen Ungleichbehandlung verhindern. Nachteile für Nicht-Geimpfte, etwa auf Flugreisen oder in Restaurants, könnten die Gesellschaft spalten. Denkbar sei, das Diskriminierungsverbot in staatlichen Einrichtungen auf die Privatwirtschaft auszuweiten. Skigebiete in Österreich verschärfen Sicherheitsregeln. Nach großem Andrang von Wintersportlern am Wochenende wollen einige Regionen die Corona-Maßnahmen ausdehnen. Geplant sind Begrenzungen von Parkplätzen und zusätzliche Ordner. Hotels bleiben geschlossen und für Anreisende aus dem Ausland gilt eine 10-tägige Quarantänepflicht. EU-Botschafter stimmen Brexit-Handelsabkommen zu. Damit kann der Vertrag zum Jahreswechsel vorläufig in Kraft treten. Bis zum Nachmittag soll das noch formal schriftlich beschlossen werden. Im neuen Jahr stimmt auch noch das EU-Parlament über das Handelsabkommen ab. UN-Generalsekretär ruft Jahr der Heilung aus. Guterres nennt in seiner bereits heute veröffentlichten Neujahrsansprache die Klimakrise und die Corona-Pandemie als zentrale Herausforderungen. Diese könnten nur von allen Staaten gemeinsam angegangen werden, auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft. Das Wetter, viele Wolken und gebietsweise Schnee mit Glätte. Unterhalb von etwa 300 Metern Regen. Im Osten und südlich der Donau Auflockerungen. Höchstwerte 1 bis 7 Grad.